anstehen, testen, warten. Bis zu 175 Schnelltests pro Tag sind während der Olympia-Qualifikation der Schwimmer in Heidelberg durchgeführt worden. Olympia-Vorbereitung unter Corona-Bedingungen. Wir haben dann hier an der Tribünenseite Sportler in Sektoren eingeteilt, wo sie sich hinsetzen müssen. Und wir haben um das Becken herum einen Kreisverkehr, das heißt, es ist ein Einbahnstraßenverkehr, sodass die Sportler am Ende hier vorne auf die Startbrücke kommen. Die Sicherheit der Athleten steht in Zeiten von Corona an oberster Stelle. Zuschauer und die Presse waren am Beckenrand nicht zugelassen. Trotzdem schwimmt die Unsicherheit mit. Also ich glaube, gerade in der Corona-Situation ist es generell immer ein bisschen angespannter, wenn man so viele Menschen dann sieht. Aber dadurch, dass wir eben immer Abstand halten können und wenn nicht, dann eben die Masken aufhaben, fühlt man sich da schon sicher. Neben dem gut umgesetzten Hygienekonzept begeisterte im Becken vor allem Deutschlands Nachwuchshoffnung Zoe Vogelmann. Die erst 17-Jährige unterbot ihre persönliche Bestleistung und holte einen neuen deutschen Altersklassenrekord. Doch das Ziel Tokio muss vorerst noch warten. Als ich gemerkt habe auf der letzten Bahn, wie knapp das wird, ich bin schier gestorben beim Zuschauen. Ich habe mich ganz arg gefreut für Sie und Sie sich auch, weil die Zeit ist schon richtig Bombe. Und wir wissen, dass in 2 Wochen nochmal Berlin kommt und da werden wir einfach schauen, was geht. Bereits ein Ticket sicher haben Fabian Schwingenschlögl aus Neckarsulm und David Thomasberger aus Leipzig. Und nicht nur das, beide schwammen deutschen Rekord.